Hallo Leute, schön, dass ihr beim nächsten Video dabei seid. Und ich habe wieder mal ein Wangi-Set, und zwar den Spasskaya Tower vom Kremlin in Moskau mit 1048 Steinen und das Set Nummer 5219. Russia, the World Great Architecture. Archie, ne? Der Architekt. Ja. Aus dem Steinchen-Shop. Hier hinten wieder wie immer die Beschreibung in Englisch, was diesen Tower ausmacht. 1491 gebaut beim italienischen Architekt Pietro Antonio Salari. Wurde dann irgendwie ein paar Mal renoviert und immer wieder neu restaurt und was weiß ich alles. Also insofern steht hier auch eine Höhe. Ja. Das, die Uhr hat 20 Fuß Durchmesser, aber die Höhe insgesamt... Keine Ahnung, sehe ich nicht auf den ersten Blick. Naja, wen es interessiert, kann es auch Wikipedian. So, haben wir irgendwo dann hier die Höhe von dem Set selbst. Ja, hier auf der Seite. 17,6 cm breit, 67 cm hoch. Ha, schon wieder viel zu hoch für ein Kallax-Regal. Ja, da brauche ich ja schon wieder Platz in meinem Billigregal. Aber da ist gar kein Platz. Na, so ein Mist aber auch. Das ist... Warum muss alles immer so hoch sein? So, ich stelle euch jetzt mal runter, blopp, und versuche mal mit euch zusammen mal wieder einen Wangi-Karton zu öffnen. Oh, oh! Entweder weniger Kleber oder ausgetrocknet. Eins von beiden. So, ich kipp mal aus. Joppala. So, Karton weg. Da sammeln sich schon wieder Kartons an hier. Mann, 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 du. Ja, die typischen Rundklappen von Wangi. Kennt man ja schon. Tüten, Tüten, Tüten. Anleitung. DIN A4. Gelber Untergrund. Alte Anleitungsart. Ohne dieses ganze Vorwort wie bei den neuen Sets. Wieder diese schönen Ketten. Loch in der Mitte mit der Platte. Das ist manchmal ein bisschen problematisch, weil die drückt sich dann unter Umständen durch. Vier Bauabschnitte oder Bauschritte auf einer Seite. Und wir haben insgesamt, wenn wir dann hier mal die Werbung abziehen, 36 Bauschritte für 1048 Teile auf 14 Seiten. Ja, ich verteile die Tüten, fange an zu bauen. Wir sehen uns dann wieder, wenn irgendwas passiert ist, würde ich sagen. Bis später. Ja, und wie immer bei Wangi oder Wange sind wir recht weit vorangeschritten, obwohl ich gerade mal 5 Steps gebaut habe. Also wir haben hier die Grundplatte viereckig gebaut, hier in der Mitte eben geschlossen mit diesen 3 Platten. Geht mit durchbiegen. Die sind natürlich alle wieder mit Pins verbunden und dann haben wir in den nächsten 4 Schritten dies hier aufgebaut. Das hier unten, das sind alles diese Paneele größtenteils, auch hier die Wände. Sind als Paneele und so von vorne sieht man das eben nicht. Da sieht das dann so aus. Hier haben wir ein paar Bögen gebaut, schon mal weiß reingebaut. Und das ist der Stand der Dinge. Also wir kommen schnell hoch gerade. Und ja, 65 cm ist ja auch eine ganze Höhe. Oder 69 sogar, was war das? Ja genau, irgendwie so oder 67. Also auf jeden Fall irgendwie in den 60ern. Und ja, viel zu zeigen gibt es jetzt noch nicht. Das ist ja auch bei Architektur, da geht es ja eigentlich immer nur hoch. Drin hat man nichts. Insofern würde ich jetzt weitermachen und dann unterbrechen, wenn wir ein ganzes Stück vorangekommen sind. Okay, bis später. So, ich habe bis Schritt 10 gebaut. Wie ihr seht, es geht einfach höher. Es ist irgendwie auch bis hier noch nicht alles verbunden. Ne? Also dies hier ist komplett noch lose. Hier ist lose. Das so ein bisschen, das noch nicht verbunden. Ja, aber... Es wird langsam verbunden und ich denke mal, das wird demnächst passieren. Wir haben hier überall Bögen offen. Vorne haben wir 2 so eine riesen Lampen angebracht. Torbogen in grün. Und nach hinten hin ist es komplett offen. Also dieses Ding hat keine Rückseite. Die meisten Gebäude von Wangi sind ja von hinten und vorne gleich oder zu. Aber dies hier ist offen. Und da wird ja wohl auch nichts mehr reingebaut werden, denke ich. Insofern ist das der Stand. Das ist also wirklich wie eine Kulisse. Nur von vorne in diesem Fall. Ich glaube, das ist ja auch ein älteres, sieht man ja schon an der Anleitung.
Aber so ist das. Ja, eine Kulisse in Russland. Na, sowas. Gut. Ja, so sieht's aus bisher. Mehr ist noch nicht passiert. In den nächsten Schritten werden wir hier Platten drüber machen. Dann wäre das natürlich alles haltbarer. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt weiter und dann bis später. So, Schritt 17 ist erreicht und wie ihr seht, haben wir höher gebaut. Der vordere Teil ist abgeschlossen. Einfach hier Steine rein. Einmal umrandet, sehr einfach gemacht. Hier einen Bogen rein. Hier diese beiden Laubengänge sind noch nicht mehr geschlossen. Ja gut, weil das hier wahrscheinlich weitergeht. Von hinten natürlich alles weiterhin stillos offen. Hier wieder der Laubengang. Ja, so sieht's aus, ne? Stabil ist es jetzt. Und ja, es ist eine ganz einfache Bauweise. Nach oben hin wird es interessanter. Unten ist es aber wirklich unheimlich einfach. Man merkt einfach, es ist ein älteres Set von Wangi da. Gut, drin haben sie so nie was, ne? Also das muss man mal bedenken. Aber sie sind auf jeden Fall von hinten geschlossen und vielleicht auch ein bisschen schöner gestaltet. Ja, gut. Ich baue jetzt mal weiter mit Schritt 18. Und dann gucken wir mal, wie er sich entwickelt, ne? Bis dann. Also wer rote Steine braucht, ist da übrigens gut bedient. So, und wir haben gebaut bis Schritt Nummer 29. Ja, so sieht es jetzt aus. Hier haben wir so ein Ziertürmchen gebaut, aber man kann überall durchgucken. Und hinten ist offen, dann fällt das Licht von hinten durch. Hier dann Türme. Ich versuche das mal irgendwie so ein bisschen hier zu zeigen. Zugemacht hier nochmal die Ebene. Und dann haben wir jetzt hier im Grunde genommen wie so ein Turm, so wie mit einem Laubengang hier einmal rum und dann hier wieder Durchgänge und sowas alles gebaut. Stabil ist es, ne? Also da fällt nichts. So sieht es von der Seite aus jetzt. So von hinten. Witzigerweise haben sie das dann zugemacht von hinten. Wahrscheinlich aufgrund der Stabilität oder so. Keine Ahnung. Und so dann wieder von vorne. Hier bleibt man immer hängen. So. Schritt 30. Kommen jetzt diese Teile ran hier. Das ist schon was Besonderes, finde ich. So vom Aussehen her. Wir haben auch hier nochmal so einen riesen Spitzen. Die Spitze ist auch so ein riesen Gussteil. Ja. Und wir haben irgendwo anders auch noch andere von diesen Dingern hier. Diese hier einmal. Aber ich hatte irgendwo welche. Genau, diese hier. So und so. Die gibt's. Ja. Ich mache weiter mit Schritt 30. Und dann bis später. Ja, und wir sind fertig geworden mit Schritt 36. War 36, ne? Ja, genau. Amy ist jetzt zum Schluss auch nochmal wieder gekommen. Da ist sie, ne? Die kleine Amy. Und dann müssen wir uns eigentlich den Turm angucken, Amy. Was meinst du dazu? Hm? Aber wir können ja erstmal zeigen, wir haben wieder Teile übrig. So von jedem Amy. Na, nicht von jedem etwas, aber auch ein paar größere 2x4er und so einen Bogen hier. Und das ist der Turm jetzt. Ja, das, ich sagte ja, das, wenn man da angreift, dann springt das immer aus der C-Clam raus. So, wir haben die Ketten angebracht, das Schild, das obligatorische. Und ja, bis hier hatten wir ja. Und jetzt stelle ich euch mal hoch. Okay, so. Genau. Ein bisschen näher ran. Und dann haben wir jetzt hier diese ganzen Bögen einmal rundherum gemacht. Hier die Uhren sind fast mittig immer gedruckt mit der 12 nach oben. Dann hier eine Bezäunung und dann den Turm. Und ganz oben, das finde ich eben cool, ist dann auch der Stern. Ja. Also sagen wir so, er wird nach oben hin immer interessanter. Ne? Also unten ist er wirklich einfache Bauweise und nach oben hin wird er interessanter. Wir drehen ihn mal, dass ihr einmal sehen könnt, wie er dann so aussieht. Na, Amy. Ja, hier sieht man eben unten alles offen, aber nach oben ist er dann wieder gleichförmig, der Turm. Oh. Das ist das Problem. Das sind ja nur Paneele hier. Und dadurch, dass das dann nur einseitig ist,
ist das dann natürlich ein bisschen problematisch, wenn man da reindrückt, ne? So. Also die Dinger hier sind komplett selbstständig, so halbwegs. So, Amy. Das ist... Oh, Mann. So. Okay. Er sitzt wieder. Amy, dadurch, dass du dir deinen Schwanz hier rüber wedelst, bleiben überall Haare hängen. Ja, und das ist Stand der Dinge. So. Ja, also ich sag mal so, jetzt nicht das herausragende Wangi-Architekturset. Also es ließ sich alles bauen, da haben wir keine Probleme mit den Teilen gehabt oder sowas. Was ja auch schon mal bei 1-2 aufgetreten war. Und das war hier alles in Ordnung, aber es ist ein bisschen einfacher gebaut, muss ich sagen. Und ja, wem es gefällt, wer es stehen haben will, der kann sich das auf jeden Fall kaufen, also weil es keine Probleme auftreten. Alles soweit okay. Aber es ist eben nichts Besonderes. Bin ich der Meinung jetzt, ne? Gut. Aber muss ja jeder selbst entscheiden, aber ihr könnt euch dann jetzt ein Bild davon machen, was ihr davon haltet. So, dann holen wir nochmal Amy so halb ins Bild, ne, Amy? Und dann sage ich danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, genießt es beim Bauen oder wie auch immer, was ihr vorhabt. Und dann würde ich mich über ein Abo, einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar von euch freuen und wir sehen uns dann wieder. Tschüss.